Ich fange an. Sehr gut, mach mal. Willkommen zurück. Genau. Hier ist nach wie vor Norman Greta und Steffen Becker. Und wir haben ja gestern über das Thema des Avatars gesprochen. Das heißt, kenne deinen Kunden mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Wie sieht er aus? Was kann er? Wie ist er irgendwie unterwegs? Und heute haben wir ein ganz anderes Thema auf der Platte. Und dazu übergebe ich mal wieder an Norman, weil der hat hier eine ganz geile Idee. Genau, wir bewegen uns im Storytelling weiter nach vorne, nämlich zu Punkt Nummer zwei. Nämlich, was hat denn der Kunde, mein idealer Kunde, den ich gestern notiert habe, für eine Herausforderung? In der klassischen Sprache, was für ein Problem hat der? Und die eine Antwort wird dir wahrscheinlich sehr bewusst sein, dass du sagst, der hat nicht das Geld, der hat nicht die Mittel, der hat nicht das Team, der hat keine Unterstützung, der kennt sich nicht aus. Ist eine arme Sau auf Deutsch. Ganz genau. Also irgendwas im Außen. So weit, so gut. Und die meisten Menschen und Firmen verkaufen eben die Lösung für dieses, ich nenne das Wort Problem im Außen. Das ist so weit, so schlecht. Denn Menschen kaufen nicht die Problemlösung für das Außen, sondern in der Regel die Problemlösung für das Innen. Denn es geht ja darum, immer die eigene Emotionen auch zu befriedigen in dem Fall. Alles, was in mir ist, will ich im Endeffekt gelöst haben. Ich möchte ein Genuss für mich haben. Ich möchte ein Belohnungssystem haben. Dann kaufe ich mir überhaupt etwas. Also das heißt, wenn ich so etwas habe, der Kunde hat ein externes Problem oder wie auch immer, dann hat er auch automatisch eine interne Herausforderung. Schon Luft geholt. Und genau darauf gehen wir ein. Es gibt nämlich drei Problemarten. Ich mag einfach dieses Wort Problem nicht. Nur wir bleiben Wir dabei. haben drei Arten der Herausforderung. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben das externe Problem und das externe, wie es der Name sagt, ist eben im Außen. Es hat mit mir nichts zu tun. Mir fehlen die Kunden, mir fehlt das Geld, mir fehlen die Kontakte, mir fehlt eine Homepage. Das ist irgendwas im Außen. Nur dieses externe, die externe Herausforderung löst bei mir intern etwas aus. Ein Gefühl, du hast gerade schon gesagt, das Gefühl kann sein, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nie. Irgendwelche Glaubenssätze, die du hast. Und das ist, was am Ende des Tages der Kunde kauft, bringt uns zu einem dritten Thema, einer dritten Herausforderung, nämlich dem philosophischen Problem. Kommt alles aus der Filmwelt, aus dem Storytelling. Und ich mache es euch einfach mal anhand eines Films fest. Das ist ganz Wunderbar. einfach. Geiles Beispiel. Nämlich, es liegt eine Bombe irgendwo in der Stadt. Das ist das externe Problem. Das hat mit mir gar nichts zu tun als Polizist. Irgendwo in der Stadt ist eine Bombe und die geht in einer Stunde hoch. Jetzt mache ich mich als Deputy Officer hier auf den Weg, diese Bombe zu entschärfen. Mein internes Problem, das ich habe, dass ich gar nicht weiß, schaffe ich es in der Zeit? Kenne ich diese Bombe? Kann ich die Verkabelung lösen? Kann ich die Stadt retten? Bringt uns zum philosophischen Problem, dem dritten, nämlich Gut gegen Böse. Wir wollen, dass Gut gewinnt und Böse in Anführungszeichen verliert. Und das wäre im Endeffekt auch die Aufgabe für das heutige Video. Nämlich schreibe auf, jetzt wo du deinen Kunden kennst und weißt, wer das ist, was für ein. Externes, internes und philosophisches Thema er hat. Ganz genau. Ich habe mir nur gerade die Frage gestellt, wieso ist es für das Thema für das Video interessant? Ist es eigentlich mehr für die Menschen da draußen interessant? Ganz genau. So ist es halt, wenn es live ist. Irgendwann spricht man Irgendwie drüber. dachte ich dann gerade, ja. Und das Kuriose ist, wir sind jetzt seit ungefähr 3,5 Stunden hier am Video aufnehmen. Das heißt, immer eins nach dem anderen, kurze Abstimmung. Ansonsten ist es alles High Life. Wenn ihr sehen würdet, wie wir momentan hier arbeiten, dann würden viele andere die Hände über Kopf zusammenschlagen. Aber vom Grund nicht. Aber vom Grundsatz her geht es im Wesentlichen darum: Es geht, wie schaffen wir es auch, die Menschen da draußen mit den Themen zu beglücken, die wir denken, das ist richtig. Weil auch wir haben natürlich die Herausforderung zu denken: Okay, was sind externe Herausforderungen, die auf uns kommen? Was hat es mit uns zu tun? Und was wiederum tragen wir nach außen, also die philosophische Variante. Ganz genau. Und das wäre die Aufgabe für heute, genau das zu tun. So gut du kannst, wenn du beim Philosophischen festhängst und sagst, ah, ich weiß jetzt gar nicht, was das Thema mit dem Rest der Welt zu tun hat, freu dich auf das Video morgen. Da geben wir dir noch einen kleinen Hinweis, wie du noch schneller und einfacher in die philosophische Lösungsfindung kommst, falls du da Herausforderungen hast, wobei wir zwei davon ausgehen, du machst es direkt aus dem FF, aus dem Ärmel. Links einfach raus, weil es geht ja darum, am Ende des Tages eines zu tun, nämlich Lebe lebe deine deine Berufung. Berufung. Bis Bis morgen. dann. Ciao.